der sie nicht daran erinnert, auf einmal die Sünde ist normal. Der schämt sich gar nicht mehr. Subhanallah, ich gucke mir normalerweise diesen ganzen, so diese Sachen, diese Street-Gedönsbums, ich gucke mir das gar nicht an. Ja, so, da gehen Leute auf die Straße und interviewen irgendjemanden. Ja. Aber da hat irgendetwas mit meinem Video zusammengemixt. Und da sehe ich ein Video, ja, und da fragt einer, ja, wie läuft es denn bei euch mit Frauen? Zwei Muslime. Zwei sogenannte Muslime, muss man sagen. Ja, also, das heißt, wie läuft es mit Zina? Wie läuft es mit der Sünde? Wie läuft es mit der Sünde? Dann sagt er, ja, mashallah, alhamdulillah, läuft ganz gut. Ne? Und so, was? Alhamdulillah, läuft ganz gut. Ich mache eine der größten Sünden, worüber Allah subhanahu wa ta'ala, wo der Prophet berichtet, dass die Zina machen, in einem, wie in einem Ofen sind, wo von unten die Hitze hochkommt, dass sie fast oben an diesem, der nach oben so geht, wo sie fast oben rausgedrückt werden. Alhamdulillah, ja, läuft ganz gut, ja, und bei dir. Und er ist voll stolz. Ist voll stolz, was er für ein cooler Typ ist. Natürlich, wir wissen, bei solchen Leuten sind immer 90% der Sachen sowieso erfunden und erlogen. Ne? Ja klar, ne, die Frauen und so. Und dann fragen sie ihn noch nach den, dann fragen sie ihn noch nach den Schwestern. Ne? Fragen sie ihn noch nach den Frauen, ob die also eine Jungfrau jagen müssen. Ja klar, ne, weil eine Frau, wir Männer müssen geben, ne, die Frauen. Ach, was ist das? Was ist das für einer? Was sind das für Eltern? Was sind das für Eltern? Oder was muss der für Eltern haben, die dem so ein Verständnis beigebracht haben? Ach, man muss ja vor Scham im Erdboden versinken. Man muss ja vor Scham im Erdboden versinken, wenn dein Sohn ein öffentliches Interview gibt, was danach noch, was weiß ich, wie viele Tausende im Internet sehen und sich so outet. Aber das ist, weil die Leute keine Ahnung vom Islam haben. Falscher Freundeskreis. Ist normal für ihn geworden. Alle haben eine Freundin, alle benehmen sich wie die letzten Henker. Also ist normal. Aber bei der Frau ist es nicht normal, weil der Mann muss ja geben. Der Mann muss geben? Ah, okay, alles klar, jetzt haben wir es verstanden. Deswegen, hier kommen wir zum nächsten Punkt. Der richtige Freundeskreis. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Marru ala dini khalili, eine Person ist auf der Religion seines engen Freundes, so soll er schauen, wen er sich zum engen Freund nimmt. Schaue selber um, weil wenn du selber Freunde hast, Al-Mu'min Miratul Mu'min, der Mu'min ist der Spiegel des Gläubigen, wirst du eher ermahnt, wirst du eher erinnert. Der gute Freund ist der, der dich erinnert, der dich zum Muhasaba bringt, dass du selber mit dir abrechnest, dass du nicht weiter in das Meer der Sünden reinschwimmst und später nicht mehr rauskommst. Dann sagt der Prophet, der mit einem Guten sitzt und der mit einem Schlechten sitzt, wie jemand ist, der mit einem Schmied sitzt oder mit einem Missverkäufer sitzt. Und übrigens, was ich eben erzählt habe mit dem Video, es gibt keinen Rieber beim Fest. Wer sich öffentlich so blamiert und öffentlich so ein Video reinstellt, der muss auch damit rechnen, kritisiert zu werden, dafür öffentlich blamiert zu werden. Und das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie solche Leute wieder auf den richtigen Weg kommen, weil der soll Toba machen zu Allah. Weil wer stolz ist darauf, sich Allah zu widersetzen, dann muss ich an seinem Islam zweifeln.